Hallo Herr Marschreiter, schön, dass wir Sie heute begrüßen dürfen. Sie vertreten ein Spiel, was sich eignet, dass Schüler letztendlich die Prozesse kennenlernen können, wie es dazu kommt, dass man Klimaentscheidungen trifft, aber eben auch, welche Folgen das Ganze hat. Das ist das Keep-Cool-Spiel und darüber werden Sie uns jetzt gleich berichten. Damit übergebe ich Ihnen das Wort und schalte mich stumm. Hallo und herzlich willkommen. Also ich freue mich, heute hier dabei zu sein. Mein Name ist Nils Marschreiter. Ich bin von der Universität Oldenburg, vertrete aber gewissermaßen auch die Humboldt-Universität Berlin, weil Keepcool im Moment so ein bisschen dazwischen verortet ist. Also der eigentliche Autor Klaus Eisenack, der das Brettspiel mal erfunden hat, ist jetzt Professor an der HU. Und wir machen das immer noch gemeinsam mit vielen anderen Mitstreitern, dieses Spiel zu betreuen. Genau, meine Aufgaben an der Uni sind eigentlich so ein bisschen Projektmanagement, aber meine Lieblingsaufgabe ist im Grunde Workshops mit diesem Spiel machen. Und damit steigen wir jetzt auch ein. Und zwar ist unser Slogan immer Klimapolitik selber machen. Und ja, die Motivation hinter dem Spiel ist eigentlich, ja, eine niedrigschwellige Möglichkeit zu schaffen, Klimapolitik auszuprobieren. Natürlich kann man das nicht in der Komplexität, wie das in der Realität stattfindet, aber man kann, wir haben versucht, so ein bisschen so Schlüsselelemente in das Spiel einzubauen, damit jeder und jede da mal auch ausprobieren kann, wie denn das Klima verlaufen würde oder wie der Klimawandel verlaufen würde, wenn man selber am Drücker ist. Genau, ich habe hier so als Motivation nochmal im Hintergrund was mitgebracht, und zwar ist das hier eine Fridays for Future Demo zum Kohleausstieg. Und zwar geht es da um das Kraftwerk Datteln 4. Das ist ein großes Steinkohlekraftwerk in der Stadt, aus der ich selber stamme. Also Datteln, so eine kleine Stadt im Ruhrgebiet. Und in dieses Kraftwerk hat sich damals sehr, sehr viel Konflikt entwickelt. Und zwar war das so ein bisschen so eine, für mich so eine Manifestationspunkt, an dem quasi so eine Wende stattgefunden hat. Es gab so viele Konflikte um dieses Kraftwerk, dass halt ja, um diesen Kohleausstieg und die eigentliche Zielrichtung von der Entwicklung, da war das Kraftwerk eben mittendrin. Es ist jetzt mittlerweile im Regelbetrieb am Netz, aber auch erst seit diesem Jahr. Und ja, hier sehen wir halt noch Demos dagegen, und Datteln hat auch tatsächlich kaum mal so viele ja, Leute auf den Straßen gesehen in dieser kleinen Stadt. Hier ist ein Bild von diesem großen Kühlturm dazu. Und es gab einige Politiker, die vor Ort halt da waren und zum Beispiel ihre verschiedenen Interessen dann da kundgetan haben. Und also dieses Kraftwerk steht jetzt eben da und wird betrieben, ist aber immer noch sehr strittig. Datteln 4 nicht bei mir war der Slogan von Fridays for Future. Und die große Frage, die mit dem Kraftwerk eigentlich zusammenhängt und die auch wirklich mit unserem Spiel dann kann man so übertragen, ist, wir wollen halt keine Kernkraft mehr, ist ganz klar. Wir wollen auch keine Kohle mehr wegen dem Klimawandel. Allerdings müssen wir trotzdem eine sichere Stromversorgung generieren. Und die Argumentation, jetzt gehe ich mal in die Sicht der großen Energieversorger, die natürlich gerne noch ihren Strom unter die Leute bringen wollen, ist halt diese Sicherheit und diese Flexibilität, weil Sonne und Wind sind dann nicht immer verfügbar. Die schaffen wir nur, wenn wir große, flexible Kraftwerke im Netz behalten. Und darum kann man sich prächtig streiten, um diese Frage und die Frage, wie man auch günstigen Strom bereithält. Und genau, das ist so ein bisschen, ja, in unserem Spiel kann man über diese Fragen auch diskutieren. Der naturwissenschaftliche Hintergrund von unserem Spiel ist halt der Treibhauseffekt. Ganz einfach, brauche ich wahrscheinlich keinem hier so ganz genau zu erklären, aber also Wärme oder Sonneneinstrahlung kommt auf die Erde, wird reflektiert und ein Teil der Sonneneinstrahlung bleibt hängen. Also weil es eben Treibhausgase in der Atmosphäre gibt, was halt eine gute Sache ist, sonst wäre es hier viel zu kalt. Und das Problem entsteht jetzt eben, wenn diese Treibhausgasquellen und die Mengen an Treibhausgas zu viel werden. Und hier auf dem Bild sieht man jetzt schon die Quellen so ein bisschen aufgelistet. Also man sieht sie da abgebildet. Es gibt dann eben aus der Industrie Treibhausgase, es gibt welche aus dem Wohnen, also aus dem Heizen und aus dem ja, aus den Häusern, die vielleicht nicht so gut gedämmt sind. Dann gibt es aus der Landwirtschaft, gibt es viele Treibhausgase. Waldrodung ist ein Problem.
Und dadurch steigt halt eben, also die Zahl der Quellen sorgt dafür, dass wir immer viel, sehr viel, also dass die, ja, Sie wissen das, ihr wisst das, dass die globale Mitteltemperatur immer weiter ansteigt. Jetzt könnte man als Lösung ja einfach vorschlagen, ein paar von diesen Quellen abzuschalten. Und dann wäre der Vorschlag hier zum Beispiel, also aus diesem, das ist eine Übersicht der verschiedenen großen Treibhausgasquellen aus dem Jahr 2017. Und da hier unten rot markiert, ist eben der Bereich Braunkohle. Und dieser Bereich Braunkohle, der ist ungefähr so groß wie der Bereich, der quasi zwischen dem aktuellen Ausstoß und den Zielen 2020 dann noch gefehlt hat. Und dann hätte man einfach sagen können, 2017, okay, wir schalten jetzt die ganze Braunkohle ab und fertig ist die Laube. Und die gesellschaftliche Diskussion, die sich dann darum darin besteht, die sich halt in unserem Spiel auch wieder. Genau. Jetzt muss ich einmal auf die Uhr gucken, wie schnell oder langsam ich hier bin. Das sind jetzt noch den Klimawandel an sich kennen wir alle in verschiedenen Bildern von Extremereignissen, vor allen Dingen der kontinuierliche Klimawandel ist vielleicht nicht ganz, der kann man vielleicht so eher in Statistiken oder in den Erträgen von über die Zeit von der Landwirtschaft ablesen. Extremereignisse sind prägnanter und werden oft mit dem Klimawandel auch gleichgesetzt, wie zum Beispiel Missernten, große Waldbrände, untergehende Inseln und so weiter. Und genau diese, jetzt hatte ich am Anfang schon von der Zahl der CO2-Quellen berichtet, die über die Welt, also die quasi alle zu Treibhausgasen beitragen. Und diese Treibhausgasquellen sind global sehr weit und sehr unterschiedlich verteilt. Sagen wir mal, die USA als größte Volkswirtschaft der Welt hat natürlich auch den größten CO2-Ausstoß oder den Treibhausgasausstoß. Hier in Europa müsste man das eigentlich, finde ich, kumuliert betrachten, dann wäre das auch ein sehr, sehr großer Beitrag. So sieht das hier immer so ein bisschen aus, als wäre das halt irgendwie nicht ganz so wichtig, aber Europa hat dann einen sehr großen Beitrag. Und diese Treibhausgasquellen, die sind in unserem Spiel repräsentiert durch sogenannte schwarze Fabriken, also kleine, das nennt man didaktische Reduktion. Wir machen das alles ein bisschen einfacher, damit man das auch in die Spielwelt übertragen kann. Und diese schwarzen Fabriken stoßen eben Treibhausgase aus. Und das Schöne ist sozusagen das, was wir Energiewende nennen. Das ist, in unserem Spiel nennt man das die grünen Fabriken. Und die grünen Fabriken können die schwarzen Fabriken ersetzen, zum Beispiel in der Energieerzeugung. Jetzt ist es ja so, dass unser Energieverbrauch über die Jahre leider immer weiter steigt. Also wir haben immer mehr, zwar effizientere, aber immer mehr elektrische Geräte, immer mehr Helferlein, die wir glauben zu brauchen. Und deswegen steigt unser Energieverbrauch und deswegen laufen halt viele von diesen schwarzen Fabriken, also diesen CO2- und treibhausgaslastigen Technologien, laufen weiter. Und nur ein Teil davon wird von grünen Energien ersetzt. Und so ist das, dass der Treibhausgasausstoß global immer weiter ansteigt und damit auch die globale Mitteltemperatur. Darüber verhandeln wir Jahr für Jahr, das wissen wir. Und hier ist ein Bild von COP25, der eigentlich in Chile stattfinden sollte, dann aber in Madrid stattgefunden hat. Und das ist also sozusagen die zwei Ebenen, die es in so einem Spiel gibt. Einmal die internationale Ebene der großen Entscheider. Und dann gibt es aber die Ebene, wo eigentlich die Veränderung stattfinden soll. Und das ist die regionale Ebene. Da ist die Frage, wie erzeugen wir unsere Energie? Wie dämmen wir unsere Häuser? Wie nutzen wir Mobilität in unserer Stadt? Wie konsumieren wir? Muss das halt immer von sehr weit weg kommen oder können wir das vielleicht auch regional einkaufen und so weiter und so fort. Unser Spiel versucht halt eben die Spanne zu schaffen zwischen diesen großen Bereichen. Und wie haben wir das gemacht? In unserem Spiel ist es so, dass wir immer im Jahr 2000 anfangen und im Jahr 2100 enden. Das heißt, wir haben sozusagen immer 100 Jahre Spielzeit. In diesen 100 Jahren können wir uns ausprobieren, wie wir die Welt gestalten wollen oder können. Und da haben wir verschiedene Entscheidungsmöglichkeiten. Einmal wieder, wir bauen diese sogenannten schwarzen Fabriken. Die sind relativ günstig am Anfang, stoßen aber leider CO2 aus. Und dieses CO2 sammelt sich in der Atmosphäre. Und je mehr sich da sammelt und je mehr die Temperatur steigt, desto heftiger werden die Extremereignisse und desto häufiger kommen die Extremereignisse.
Deswegen gibt es eine zweite Option. Wir bauen grüne Fabriken, sind am Anfang teurer, sind aber CO2-neutral. Und genau, dann dritte Option ist Klimaanpassung, hier repräsentiert durch so einen kleinen Regenschirm. Und damit kann man sich eben vor den Folgen von den vom Klimawandel schützen. Das Spiel ist kompetitiv angelegt, da muss ich vielleicht nochmal zurückgehen. Man kriegt für jeden von diesen Fabriken, die man baut, kriegt man einen Punkt. Das heißt, es ist erstmal so ein bisschen wachstumsorientiert und beide haben die gleiche Punktzahl. Also es ist quasi nicht besser, eine schwarze zu bauen, punktemäßig, als eine grüne und umgekehrt. So, jetzt gibt es in unserem Spiel, das Spiel kann man mit bis zu 50 Spielerinnen und Spielern pro Session spielen. Wir empfehlen leider serverseitig eher so 20 bis 30. Sind wir da technisch nicht ganz so gut aufgestellt. Und in diesem Spiel übernehmt ihr die Rolle von Leitung von Großstädten, also Bürgermeister, Bürgermeisterin. Und das haben wir so gemacht, weil wir gesagt haben, transnationale Netzwerke, also es unter der Ebene von Staaten stattfindet, wird auch im Klimaschutz immer wichtiger. Also man kann vielleicht den Klimaschutz in Tokio mit dem Klimaschutz in Berlin besser vergleichen als den Klimaschutz von Tokio mit dem Land in Japan. Also das ist so das ein Grund. Und dann ist ein weiterer Grund, ist, dass große Anteile der globalen Emissionen eben in Großstädten entstehen, weil da einfach immer mehr Menschen leben, global gesehen. Und dann haben wir auch gesagt, mit einer Stadt kann man sich vielleicht besser identifizieren als mit einem von vielen Ländern, mit dem man jetzt vielleicht noch nie was zu tun gehabt hat. Deswegen, die Stadt ist auch so eine Art Brücke zur lokalen Ebene. Man kann sich dann fragen, was ist in meiner Stadt an Klimaschutz schon passiert? Was müsste noch passieren? Was brauchen wir an Klimaanpassung? Und wir wollten halt auch einfach eine ganz gute Dynamik mit 30, 40 Leuten. Da kommt schon ein bisschen Verhandlungsdynamik rein. Das hier ist der zweite Screen im Spiel, den man nutzen kann. Da ist quasi die eigene Stadt. Hier sieht man eine schwarze und eine grüne Fabrik. Oben sieht man den aktuellen Stand der globalen Erwärmung, zu dem natürlich alle beitragen, die im Spiel mitspielen. Man sieht die eigene Rolle. Man sieht, wie viel man schon in Schutz vor Klimafolgen, also Klimaanpassung, investiert hat. Unten hat man so einen kleinen News-Ticker, was gerade auf der Welt so an den Extremereignissen auftaucht. Dann sieht man, in welchem Jahr man ist. Wie gesagt, man startete mal in 2000 und genau, ich habe wieder eine ganz wichtige Sache vergessen. Hier dieser Skala hier oben geht bis 2 Grad und wenn man mit der Spielgruppe zusammen das 2 Grad Ziel reißt, dann ist das Spiel für alle verloren. Also man kann nur gewinnen, wenn man mit der Gruppe zusammen schafft, unter 2 Grad zu bleiben. Jetzt habe ich noch 2 Grad fast gesucht, ich habe noch 2 Minuten zu reden. Genau, hier unten gibt es noch so einen kleinen Action-Bereich und zwar kann man da eben bauen. Anderen Spielern Geld überweisen. Der Zweck ist freigestellt. Politische Forderungen gucken, welche Lobbyisten möchten gerade, dass ich mich so oder so verhalte. Und man kann zusammen forschen und man kann mit den anderen natürlich kommunizieren und sich auf der Weltkarte, die hätte ich ja vorher schon gezeigt, umschauen, wer denn da noch zum Spiel ist und wie die sich auch aufgestellt haben. So, jetzt habe ich. Genau, so sieht das aus, wenn man irgendwie auf die Seite geht. Man braucht sich als Spielleiter, muss man sich registrieren, allerdings nur mit E-Mail und Passwort. Dann kann man Spiel anlegen und man verteilt einen sogenannten Spielcode an die MitspielerInnen und die brauchen sich eben nicht anmelden. Das heißt, man hat da jetzt Datenschutz, und das ist eigentlich ganz gut. Und jetzt noch ganz kurz zum Ende, eine Minute habe ich, glaube ich, noch. Wir haben dann beim Durchführen von den Workshops haben wir gemerkt, okay, so ein Online-Spiel ist schön und gut. Allerdings birgt es die Gefahr, dass man so ein bisschen in dem Gerät versackt, dass man einfach auf sein Handy starrt, auf sein Tablet und nicht so richtig mehr darauf achtet, was die anderen eigentlich machen. Und deswegen haben wir das meistens so gemacht, dass wir das Spiel unterbrochen haben, und zwar 2 bis 3 oder 4 Mal. Und dann haben wir eine Pressephase eingeführt und dann zwar quasi am Anfang des Workshops ein paar Pressevertreter bestimmt, die zum Beispiel auf einem Zeitungsblatt, gucken wir hier, gesammelt auf der rechten Seite, wie der aktuelle Stand der Welt ist. Hier waren es zum Beispiel 2050, waren es 1,47 Grad Erwärmung, könnte man sagen. Ja, ich habe es gehört, danke. In Mumbai wurde sehr viel auf Kohle gesetzt, in Stockholm war schon sehr grün aufgestellt, Casablanca hat sich sehr mit Klimaanpassung befasst.
und so weiter und so fort. Und diese Rolle, die schafft so ein bisschen mehr Diskussionsgrundlage. Und die zweite Rolle, die es noch dazu gab, ist dann eben, ja, meiner sagt auch Tim, der Klimaforscher, die Klimaforscherin, die sozusagen so eine Art Statistikfunktion hat und der Presse unter die Arme greift und zum Beispiel sagt, wie steil verläuft denn eigentlich gerade diese Temperaturkurve? Ist das halt schon so, dass wir da ein bisschen, dass es nicht mehr ganz so schnell steigt, die Temperatur, da sind wir immer noch in diesem unteren Bereich. Und wie viele grüne Fabriken haben wir denn jetzt und wie viele schwarze Fabriken haben wir denn jetzt und was müssen wir denn am besten ändern? Also es geht dann einfach ein bisschen Diskussions in die Runde. Jetzt habe ich hier noch so ein paar Sachen. Konferenzphase, unser Brettspiel nochmal so als, zumindest als Bildelement. Aber damit komme ich jetzt auch zum Ende. Also wer Lust hat, das mal auszuprobieren, das ist eben hier, kann ich nochmal, gucken. Genau, das ist auf der Seite www.climate-game.net sieht man eine Übersicht von den verschiedenen Spielen, die wir haben, also Netzender Brettspiel und das Online-Spiel. Und bei www.keep-cool-mobil.de kommt man direkt zum Mobilspiel für Handys, Smartphones und Desktops. Wobei wir immer, ein bisschen größerer Bildschirm schadet nicht beim Spiel. Genau. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich, dass ich hier präsentieren durfte. Herr Marschall, wir danken Ihnen für diesen tollen Input. Insbesondere ist es ja möglich, und das macht das Keep-Cool-Spiel, finde ich, auch ganz spannend, sowohl die analoge als auch die digitale Version zu nutzen. Das heißt, Kollegen könnten entweder das Spiel kaufen und entsprechend spielen lassen im Rahmen von, helfen Sie mir weiter, 90 Minuten, glaube ich. Wie lange braucht man für ein Spiel durchlaufen im analogen Modus? 90 Minuten ist, wenn die Schüler es schon einigermaßen kennen, dann ist es ganz gut möglich. Mit Einführung und so würde ich irgendwie einmal Einführung machen, dann spielen und dann muss man noch ein Outro machen. Also genau, das Brettspiel ist da etwas aufwendiger, weil es man noch aufbauen muss und so. Aber ansonsten, die Online-Version, die ist ja auch für Schüler heutzutage, glaube ich, etwas attraktiver, weil man das auch vielleicht aus dem Privaten kennt, dass man gerne spielt. Da wären vielleicht nochmal von Ihrer Seite zwei, drei Erklärungen spannend. Und zwar, wie viel Vorinformationen brauchen Schüler, bevor sie in das Spiel hineingehen? Also wie viel muss der Lehrer, der Kollege konkret an Informationen hereingeben, um die Schüler fit zu machen, dass sie auch gleich losspielen können? Also ich hatte hier in meiner Präsentation, ich habe am Anfang dieses Worum geht's, ne? Da habe ich halt das so ein bisschen aufgebaut, dass man also mit den Bildern irgendwie anfängt, die man so schon kennt aus den Medien, ein bisschen auf den Treibhausgaseffekt eingeht. Auch dieses Kollektive, dass es halt eben verschiedene Quellen gibt auf der ganzen Welt, die sich großflächig verteilen, aber halt unterschiedlich viel an verschiedenen Stellen. Und genau, sowas würde ich schon machen als Grundlage. Für Spiel an sich braucht man es grundsätzlich nicht unbedingt. Aber ist natürlich die Frage, so ein Spiel ist ja immer nur quasi ein Diskussionsanlass. Und man muss die Schüler schon darauf stoßen, was dann die essentiellen Knackpunkte sind. So, ne? So, genau, je mehr Vorbereitung, desto mehr nehmen sie auch draus mit, würde ich sagen. Ja. Also gerade die Funktionalität am Anfang könnte ich mir vorstellen, dass man sich da erstmal orientieren muss auf dem Spiel, zu gucken, was funktioniert, wo klicke ich drauf, was passiert dann. Also dass man da einfach nochmal vielleicht doch noch eine Unterrichtsstunde oder sogar 90 Minuten vorschaltet, um diese Funktionalität erstmal zu erleben. Oder haben Sie da andere Erfahrungen? Nee, beim mobilen Spiel braucht man das nicht unbedingt. Also da würde ich sagen, Doppelstunde kommt schon hin. Ja. Ich würde tatsächlich, wenn man die Zeit hat, würde ich ein ganz kleines Testspiel machen, dass ich alle mal einloggen, kurz mal ausprobieren und dann macht man nochmal Stopp und fängt nochmal neu an, weil dann haben alle so ein bisschen gleiche Chancen, weil sonst gibt es halt die ständig Handy spielen, die halt irgendwie das sofort durchschauen und andere, die halt ein bisschen länger brauchen, so haben wir das auf jeden Fall oft erlebt. Ja, Alters
Gruppen, was würden Sie empfehlen? Also Einbindung in Unterricht, das lässt sich ja idealerweise wirklich machen, sobald das Thema Klimawandel irgendwie akut ist. Also gerade auch im Erdkundeunterricht, denke ich, sehr gut anwendbar. Aber welche Empfehlungen würden Sie grundsätzlich abgeben? Wir sagen mal ab 14, also die mit der Funktionalität kommen die Schüler auch schon früher klar. Aber inhaltlich ist es natürlich eigentlich was, was Politik betrifft. Also ich denke mal, jüngere SchülerInnen, die ja, da kann man eher quasi in der Umgebung gucken, was halt Klimaschutz bedeutet oder was man irgendwie jetzt für positiv, negativ für den Klimawandel einordnen kann. Das versuchen wir auch sozusagen mit unseren grünen und schwarzen Fabriken. Die haben wir schon mal so als kleine Sticker rausgegeben, dass die Schüler dann losgehen konnten, um zu gucken, was halt, was verdient jetzt einen grünen Fabriksticker und was eher einen schwarzen. Das kann man sozusagen auch übertragen dann. Aber so inhaltlich, weil es ja um politische Entscheidungen und auch so ein bisschen so diese Grundsatzfrage und ein bisschen um Kompromisse geht, würde ich halt sagen, ab 14. Wie fängt man auf, wenn die Gruppe ja das 2-Grad-Ziel nicht eingehalten hat? Auch da muss sich, glaube ich, ein Kollege vorbereiten. Oder was haben Sie da für Tipps? Wenn es 2-Grad-Ziel nicht eingehalten hat, ist das eigentlich eine ziemlich klare Sache. Und dann hat man eben so als Gruppe, ja, jetzt hat man es nicht geschafft. Das ist ja auch eine Erfahrung, die ja auch eine klare Rückmeldung gibt. Kritisch ist eigentlich eher die Situation, wenn die Gruppe bei 1,95 Grad hängen, es irgendwie noch gerade schafft, die Hälfte der Welt aber nicht mehr handlungsfähig ist. Da muss ich öfter mal schon intervenieren und sagen, ja, toll, habt ihr geschafft, aber hier Kairo ist bei 500 Millionen Schulden und so weiter und so fort. Also das sind eher die schwierigen Situationen, wo man noch ein bisschen mehr qualifizieren muss dann. Ja, aber es ist trotzdem ein herrlicher Gesprächsanlass, ein sehr guter Gesprächsanlass, um im Anschluss nochmal zu reflektieren, wie schwierig solche Konsensfindungen sind und wie schwierig letztendlich die Rettung der Welt sich darstellt. Das ist immer so leicht gesagt, aber eben entsprechend schwerer gehandelt und auch die Folgen entsprechend abzuschätzen. Ja, vielen herzlichen Dank an Sie für die Vorstellung Ihres Spiels. Mir bleibt jetzt vor allem noch die Einladung auszusprechen für das nächste KISS-Symposium im November, 13. 14. November, wo wieder an die Kollegen, für die Kollegen und die breite interessierte Öffentlichkeit Angebote gemacht werden, auch als für Sie als Referent vielleicht ein Anlass, nochmal aktiv zu werden und auch für die Zuschauer nochmal zu wissen, okay, da können wir uns nochmal weitere Informationen holen. Und die Einladung auch für den Spatial Chat, da kann man, das sieht man ja entsprechend eingeblendet, für alle im Spatial Chat sich nochmal ja, vernetzen, nochmal Fragen stellen, auch an Sie vielleicht, wenn Sie Interesse haben, oder sonst heute Abend auf jeden Fall. Vielen herzlichen Dank für die Präsentation. Vielen Dank. Ja, tschüss. Tschüss.